Herzlich willkommen, schön, dass du wieder da bist. Nein, du bist hier nicht auf einer Granny-Porno-Seite gelandet, sondern wir befassen uns heute mit dem Format, das ich angekündigt hatte. In diesem Format werden wir uns mit alten und auch neuen Klassikern auseinandersetzen, wie beispielsweise die Half-Life-Reihe, The Witchers, die Star Wars-Spiele und so weiter. Wir fangen heute an mit der Half-Life-Reihe. Und zwar, um genau zu sein, mit Half-Life 1 von 1998. Manche von euch kennen es, manche von euch vielleicht nicht. Und deswegen spielen wir es. Ich möchte euch damit unterhalten, wie ich das zum ersten Mal tatsächlich durchspiele. Half-Life 2 habe ich gespielt, Half-Life 1 nie. Obwohl ich in dem Jahrgang wäre, dass ich das hätte spielen können. Aber irgendwie ist das an mir vorbeigezogen. Wie auch immer. Wir werden heute Half-Life 1 spielen. Wir fangen mit der Half-Life-Reihe an. Dieses Format wird sich auch über ganz viele Spiele drehen, wie schon angekündigt. Dieses Format wird auch eine Weile bestehen bleiben. Kurzum möchte ich noch ankündigen, am 1. Februar geht es los mit meinem Livestream auf Twitch. Könnt ihr gerne mal nachschauen, werde ich alles unten verlinken. Einfach DFK suchen oder auf Twitch dann D-F-K. Sonst findet ihr mich überall mit DFK auf Twitter, auf Instagram. Discord werde ich auch unten verlinken für alle, die mal mit mir quatschen wollen und vielleicht dann Bock haben, im Stream mit mir zu zocken. In diesem Sinne will ich hier gar nicht lange rumfackeln. Wir switchen direkt zum Video. Bis gleich. Willkommen zurück. Wir spielen jetzt Half-Life, wie schon eben angekündigt. Wir machen jetzt mal ein neues Spiel auf Mittel. Ich habe keine Ahnung, wie da heutzutage, also wie da der Unterschied ist zwischen den Schwierigkeitsstufen. Und wir wollen ja auch gut vorankommen, deswegen spielen wir es erstmal auf Mittel. Und dann schauen wir mal. Viel Spaß bei der Intro. Guten Morgen und willkommen im Black Mesa Transitsystem. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Wir erwarten heute eine Höchsttemperatur von bis zu 40 Grad. Im Black Mesa Komplex... Ein kleiner Moment mal. So. Dieser Zug kommt von den Ruheräumen in Level 3 und fährt zu den Festlabors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Falls Sie Ihre Identität noch nicht vom Retina-Sicherheitssystem überprüfen ließen, melden Sie sich bitte bei der Personalabteilung von Black Mesa. Dort werden Sie den Vorschriften entsprechend überprüfen. Erst dann erhalten Sie Zutritt zum Hochsicherheitsteil des Transitsystems. Aufgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet, zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht, die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Sollte ein Notfall eintreten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlassen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen. Begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintritt. Da kommt die Stimme her. Der Zehnkampf auf dem Black Mesa Gefahrenkurs beginnt heute Abend um 19 Uhr auf Level 3. Das Halbfinale für das Hochsicherheitspersonal wird in einer separaten, nur mit entsprechender Berechtigungsstufe bekannt. Denken Sie immer daran, nicht nur Ihr eigenes Leben hängt von Ihrer Fitness ab.
Sie einen Freund oder Verwandten, der für das Black Mesa Team eine wertvolle Bereicherung wäre. Zurzeit gibt es freie Stellen bei Materialtransport und Wachdienst mit niedriger Sicherheitsstufe. Weitere Informationen erhalten Sie in der Black Mesa Personalabteilung. Haben Sie einen Bekannten, der über einen Hintergrund auf den Gebieten theoretische Physik, Biotechnologie oder anderen hochtechnisierten Fachgebieten verfügt, setzen Sie sich bitte mit unserer Rekrutierabteilung für Zivilpersonen zusammen. In der Black Mesa Forschungsanstalt werden alle Beamten und alle Angestellten absolut gleich behandelt. Eine wichtige Erinnerung an alle Mitarbeiter. Damit Ihr Arbeitsverhältnis im Forschungsinstitut bestehen bleiben kann, müssen Sie sich regelmäßigen Untersuchungen hinsichtlich Verseuchung durch Strahlung und Giftstoffe unterziehen. Sollten Sie einen anberaumten Termin für Urinanalyse oder Strahlungsmessung versäumen, ist dies ein Grund für fristlose Kündigung. Wenn Sie glauben, während Ihrer Arbeitszeit in Kontakt mit radioaktiver Strahlung oder anderen gefährlichen Materialien gekommen zu sein, setzen Sie sich bitte umgehend mit Ihrem Strahlungssicherheitsbeauftragten in Verbindung. Arbeiten Sie sicher, arbeiten Sie klug. Ihre Zukunft hängt davon ab. Wir erreichen jetzt die Testlabors und die Kontrollräume in Sektor 10. Bitte treten Sie von den automatischen Türen zurück und warten Sie, bis der Sicherheitsbeamte Ihre Identität überprüft hat. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Danke. Wir wünschen Ihnen einen sicheren und produktiven Tag. Guten Morgen, Gordon. Sieht so aus, als wären wir heute etwas spät dran, was? Das war doch mal ein grafisches Highlight, oder? Man muss bedenken, das Spiel hier ist von 1998. Das Einzige, was sie gemacht haben, sie haben nochmal HD-Texturen teilweise drüber gelatscht, damit das auch auf die heutigen Full-HD-Formate passt. Aber für 1998... Holy Macaroni, ist das eine Grafik eigentlich, ne? Wenn man mal denkt, 98. Nicht schlecht. So, gucken wir mal, was uns da vorne erwartet. Soweit habe ich nicht mit. Soweit war ich letztes Mal, als ich es getestet habe. Weiter habe ich nicht gespielt. Ich habe keine Ahnung, was jetzt kommt. Wollte mich nur wissen, ob es funktioniert. Interessant, diese Technik hier mit dem, so alle 5 Minuten kommt mal kurz ein Ladepunkt, um die Map nachzuladen. Hey Gordon, ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten für dich, aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wiederzufinden. Das ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Testraum hat es zwar auch Probleme gegeben, aber das ist glaube ich inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutz anzahlst. Ich darf nicht vergessen, diese Fluktuation zu melden. Okay. Was haben wir? Anomaly MATLABs Research Development Personal Facility. Ich denke, warte mal, nicht ein Schutzanzug. Wird er wahrscheinlich bei Personal Facilities sein, oder nicht? Ah ja, okay, grüner Strich. Und wieder ein Ladepunkt. Ja. Ah ja, okay. No smoking area. Hier? Nee. Ein Aufenthaltsraum. Kann ich hier was kaufen? Tatsache. Hallo! Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Okay. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Okay. Der alle hier so gereizt, sag mal. Ich hoffe, diese Abriegelungsparameter sind immer noch korrekt. Ich will jetzt nicht gestört werden. Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Damit ihr euch beim Aufhängen. Ich frage mich, ob ich den Test noch mal machen soll. So. Okay, hier ist doch gar nichts. Was ist das? Eine Batterie? Oder was soll das sein? What is that? Warum tragen wir eigentlich alle diese lächerlichen Krawatten? Wiederhole mich ungern. Such dir einen Haken. So. Kann ich das jetzt einfach nehmen oder? Nee. Ah ja,
Okay. Willkommen beim Schutzsystem. Alter, ist das eine wobblige Steuerung. Wow, Reaktive Aufprallabsorption. Oh, die Musik. Panzerung aktiviert. 5% Sensoren für atmosphärische Verschmutzung. Gut. Aktiviert. Überwachung der Lebenszeichen. Klopf, klopf, hallo. Überwachung der Munitionsvorräte. Oh, was ist das hier? Okay, das sind wahrscheinlich Heidinger, alles klar. Ne, auch bei anderen rein? Ne, okay. Aktiviert automatische Medizinsysteme. Aktiviert. Wir wünschen einen schönen, sicheren Tag. Wo müssen wir jetzt hin? Ich geh nochmal vorne hin, wo hier alles hinführt. Glauben Sie nicht, dass wir diese Research Development. Was hat er gesagt, wo ich hin soll? Alter, was tun Sie? Hör auf damit! Was ist los, Gott? Willst du mich in Schwierigkeiten bringen? Bis später, ich gebe ein Bier aus. Okay, gut, danke für die Hilfe. Ich geh mal rot nach rot. Signalfarbe. Mal sehen, ob es was bringt. Kann ich hier rein? Ah. Guten Morgen, Freeman! Die Probe wurde gerade im Testraum abgeliefert. Aha. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Oh, Entschuldigung. Also, wo hat... Ich bin beim Kacken eingepennt. Schon hundertmal gesagt, dass ich dagegen bin, die Geräte über die Höchstbelastungsgrenze hinaus zu belasten. Oh, okay, alles klar. Ist das nicht dieser mysteriöse Mr. Sonstwas? Kann ich hier nicht rein? Okay. Sie werden ganz einfach warten müssen, bis der Test abgeschlossen ist. Da geht mir ein Licht Hallo, auf. Da! Bitte lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment ja, ist abgeschlossen gut. ist. Hier, bitte. Tschüss. So. Hätte ich gedacht, dass es einfach geht, aber... Tut mir leid, ich bin im Dienst, Gordon. Ja, was muss ich denn jetzt machen? Hat das nicht Zeit? Das ist die falsche Luftschleuse, Gordon. Du weißt doch, dass ich dich hier nicht durchlassen darf. Okay. Sind Sie schon wieder bei diesem Tunnelnetz berechnet? Soll ich dann... Brauche ich jetzt vielleicht diese komische Batterie? Ah, hallo, Freeman! Ja. Ja, finde ich nicht. So. Jetzt auf 15%. Oh, Moment, hier ist so geil wobbly, ne? Genau, so. Was ich erwartet habe. Aber wie bei Counter-Strike, die Steuerung finde ich gut. Oh. Geh ruhig durch. Schön, Sie zu sehen. Scheint dir heute heiß herzugehen. Aha, hier muss ich also hin. Ah. Okay. Ah, look at those high quality Dr. Victor, pictures. Subtemperatur Laserlabor. Okay. Leitern. Aha. Kommt das nur mir spanisch vor, dass hier pauschal das Ding offen ist und direkt Leitern da sind, oder bin ich hier der Einzige? Schreibt's in die Kommentare. So. Entschuldigen Sie, Freeman, aber im Moment bin ich ziemlich beschäftigt. Komisch, dass du überall bist. Sieht korrekt aus. Überall ist der, überall. Laser, caution, Laser. Okay, Level 3. Darf ich hier durch? Ah, ja. Tut mir leid, ich muss auf meinem Posten bleiben. Oh, nein, nein. Was ist das hier? Was, ein Kühlgerät mit Wasser, oder? Na gut, okay, ist ja auch egal. Gehen wir weiter. Control Room. Hallo. Ah, ja. Sollten Sie nicht schon seit einer halben Stunde im Testraum sein? Testraum geschickt.
Wir haben den Antimateriespektrometer bis auf 105% hochgeschraubt. Ist ein bisschen gefährlich, aber wir brauchen die zusätzliche Energie. Die Verwaltung will unbedingt eine aufschlussreiche Analyse von der heutigen Probe. Wahrscheinlich hatten sie ziemliche Probleme, das Material zu bekommen. Sie werden schon erwartet, Freeman, im Testraum. Dann macht auf! Thank you, kind sir. So. Was zum Teufel ist mit unseren Geräten los? Das sollte doch überhaupt nicht passieren. Ja, das dachten sie sich bei Chernobyl auch. Haben wir sie hier drauf? Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt gleich passiert. Ah, für 1998. Real Talk. Das sieht doch eigentlich für 98 krass gut aus, Freeman. Oder? Schreib mich schön, nicht an. Sie zu sehen. Muss man schon mal sagen, für 98. Ich hab Spiele gesehen, die waren ab 2000 aufwärts hässlicher. Da juckt mir glatt die Schädeldecke. So. Ich fürchte, wir folgen heute nicht ganz den standardmäßigen Analyseprozeduren, Freeman. Schon, aber mit gutem Grund. Eine solche Gelegenheit haben wir schließlich nur selten. Hier handelt es sich um das reinste Material, das wir je gesehen haben. Und das potenziell am wenigsten stabile. Was soll's? Wenn Sie die Standardprozeduren bei der Eingabe beachten, ist alles in bester Ordnung. Ich verstehe nicht, wie Sie das sagen können. Gut, ich gebe zu, dass die Möglichkeit eines Szenarios, in dem sich die Resonanz aufschaukelt, extrem Ich bin sicher, dass Freeman das alles absolut nicht interessiert. Er ist schließlich ein bestens ausgebildeter Profi. Und wir haben der Verwaltung versichert, dass nichts schiefgehen wird. Na gut, Sie haben ja recht, Freeman. Wir haben absolutes und völliges Vertrauen in Sie. Also dann los. Großer Fehler. Lass mich doch endlich reingehen. Welcome to the Fab Cave. Was passiert hier jetzt? Das hier würde ich jetzt einfach mal als einen Minecraft-Laser deuten. Oder was soll das sein? Test! Reib mich nicht an. Scheint alles in Ordnung zu sein. Also gut, Freeman. Der Schutzanzug dürfte für alle Eventualitäten ausgerüstet sein. Sie erhalten das Material in wenigen Augenblicken. Wenn Sie so gut wären, darauf zu klettern und die Rotoren anzuwerfen, können wir den Antimaterie-Spektrometer auf 80% bringen und diesen Wert halten, bis der Behälter ankommt. Okay. Ich glaube, der einzige Grund, warum ich hier so gut mit dem Spiel klarkomme, ist die Tatsache, dass wir hier Counter-Strike 1.6-Steuerung haben. Sehr gut. Jetzt machen wir weiter. Energie für Transmitterphase 1 in 3, 2, 1. Die Phasenanordnung scheint stabil zu sein. I am firing my laser! Transmitterphase 2, Aktivierung, jetzt! Freeman, wir wissen nicht, wie lange das System auf diesem Level funktionieren kann oder wie lange die Auswertung dauert. Machen Sie bitte so schnell Sie können! Ich melde mich bei! Vermutlich nicht, aber ich habe eine kleine Abweichung in, nein, doch nicht. Jetzt ist wieder alles im vertretbaren Bereich. Die Sequenz läuft weiter. Man kann also nicht in den Ich erhalte gerade die Information, dass das Material bereit ist, Freeman. Sollte jetzt jeden Augenblick zu Ihnen hochkommen. Schauen Sie mal im Ausgabeschacht nach. Okay. Ah, einfach schieben. Nein! Das ist ein Telefon erfahren.
Was, werde ich jetzt gleich zum unglaublichen Hulk, oder? Da war ich wohl nicht schnell genug. Bin ich jetzt tot? Geht ab. Vorhergesehene Konsequenzen. Oh, Greedy. Ich glaube, ich sollte nicht in diesen Strahlen stehen. Oh, shit. Ist scheiße gelaufen, würde ich behaupten. Wir gucken uns mal um. Hallo. Okay, gehen wir mal weiter. Oh, aber der Fahrstuhl geht. Alles tot, alles zerstört. Aber der Fahrstuhl, der dreht sich noch. Perfekt. So, falls dir dieser Part gefallen hat, kannst du gerne einen Daumen nach oben da lassen, darfst mich gerne abonnieren. Würde mich sehr unterstützen und würde mich auch sehr freuen. Ansonsten verlinke ich alles, wo man mich erreichen kann. Instagram, Twitter, Discord oder auch den Account der Designerin auf Instagram, die das Design, was du hier im Hintergrund siehst, gemacht hat und noch die ganzen anderen Designs, die du im Livestream dann sehen wirst ab dem 1. Februar 2020. In diesem Sinne, noch einen schönen Abend und viel Spaß bei den anderen Parts von Alt, aber geil Half-Life. Vielen Dank, tschüss.